gesetzt. Wieso? Was? Nein! Warum nicht? Macht doch Spaß. So Leute, wie ihr seht, wir sind jetzt im zweiten Part von Warbuster, das endlich mal. Uns ist mehreres eingefallen, was wir jetzt lernen können. Und ja. Das sollte jetzt eigentlich erstmal der zweite Part sein. Ob wir checken, ob Anör hier mit seinem Tiger 2 durch mein KV2 der Deutschen durchs nachladende Rohr durchschießen kann. Ja. Im Real Life würde es ja eigentlich normalerweise gehen. Dass man einfach mit einem kleineren Kaliber durchs Rohr schießen könne. Rein theoretisch würde es gehen. Hallo. Wow. Es war die Personenbrecher. Ein Schuss abgefeuert im Fahren und nur das Geschützrohr. Geil. Ich kann auch nicht mehr schießen. Oh shit. Der tötet mich noch so. Letzte Worte. Alter! Ich hätte mich fast überschlagen! Ah nö, ich hätte mich fast überschlagen! Nur weil ich auf dich gefeuert hatte! Ja, ich war fast am wegkippen! Aber wie lustig! Ich hab dich einfach umrundet! Ein Tiger 2H yeah. Wird überrundet von einem KV! Two! Oh, check mal gleich. Mein Tiger ist noch nicht mal voll ausgebaut. Ja. Okay, der hier ist ausgebaut, das ist aber auch ein KV Premium. KV 2, scheiße. Wicke. Lalalalalalalalala. Hey, was denn? Komm hoch. Komm hoch. Komm hoch. Komm. Hol dich. Ey, du sollst in mein ladendes Kanonenrohr schießen, nicht durch mich. Ich weiß, ich wollte nur sicher gehen. Warte, hast du geschossen? Ich hab schon längst, ich bin die ganze Zeit schon beim Nahladen. Warte. Wow. Also, Geschützverschluss. Gut, lass mich nachladen. Nein. Ey, wirklich, du hast. Doch. Du hast durch das Rohr durchgeschossen! Nee, oder? Leute, jetzt hör mal auf zu schießen, hör auf zu schießen. Leute, er hatte unser rot markiert. Aber den Geschützerschuss, der war direkt dead. Das heißt nur jetzt noch einmal. Und dann mache ich das sogar noch im Replay. Und zeig's euch genau, wo er gegen geschossen hat. Alter. Dann können wir gleich noch das nächste dranhängen. Dann haben wir die erste, zweiten Warbuster Part innerhalb von Sekunden gemacht. Das geschieht ihm recht. Ich könnte dich jetzt so easy killen. Ich weiß. Hör auf, ich lade nach, du Hohlkopf.
Oh Scheiße. Oh, der Zelt. What? Ja, das war absolut. Oh fuck. Hallo. So. I see you now. Ich hab wieder durch den Schuss geschossen. Nein, du hast dran vorbei geschossen, glaube ich. Wirklich? Ja, was du hast. Ich hab. Schau mal in mein Geschützrohr. Links, von dir aus gesehen, links daneben. Ja, ich hab da hingeschossen, ja. Wie ist er aufzuschießen? Auf, aus böses Anhör. Anhör. Wer immer noch nicht repariert. Ich komme noch nicht mal durch, Leute. Vor allem, ich komme mit dem MG nicht durch, aber mit dem Geschütz komme ich durch. Soll ich? Nein. Nein. Ich habe noch 20 Sekunden. Oh shit, weggehen. Na! Alter, zu reparieren! Mach ich hier überhaupt Schaden, oder? Nö. Ich sehe es nur in meiner Richtschützenansicht. Darf ich einen Schuss abfeuern? Dann? Nein. Ich möchte nur sehen, ob das nicht killt. Ach so. Ich schieße oben auf den Kommandantensitz. Das killt mich. warte. Das killt mich. Dann warte, dann bleib mal so stehen. Bleib mal so stehen. Ich muss dich von der Seite. Bleiben. Ich schieße nicht auf den Haupt. Warte mal, ich habe eine bessere Idee gefunden. Ich schieß auf dieses kleine Ding vorne, wo dein Richtschütz da an sich gleich ist. Nein. Guck mal ganz oben, links vom Kommandanten, rechts vom Kommandanten sitzt. Ach, dieses komische Ding. Das killt mich trotzdem. Wenn du mich nicht richtig zielst. What? What? Die Kugel ist nicht mal hinter dir eingeschlagen. Ihr habt das gesehen, Leute. Du sollst durchs Kanonenrollrennen schießen. Ich weiß. Seht ihr, Leute? Er hat wieder genau durchgeschossen. Weil dieses Püppelchen da oben ist der Rechtsschützenansicht. Gut, dann zeige ich das jetzt noch schnell allen in der im Replay. Oh, ich wollte doch schießen. Aber warte mal. Shit. Fuck. Oh, ich bin Trottel. Ja, ich bin wirklich der größte Trottel. Oh, Mann. Nein. Okay. Ich habe die Wiederholung nicht gespeichert. Aber ich bin noch mal reingegangen. Vielleicht klappt's. Ich habe gewonnen. Wow. So, schauen wir mal, Leute. Vielleicht klappt's.
trotz meiner dummen. Dass ich so dumm war. So. Jetzt gehen wir hier raus. Oh, und noch einen kleinen Fake haben wir rausgefunden. Schaut man sich mal die BR20DR an. Ah, ne, bitte mit Außengeräuschen aufhören. Schaut mal hin. Diese zwei Dinger. Sie sehen aus wie, verdammt nochmal, Subwoofer, also Lautsprecher. Wenn man eigentlich so im Auto vielleicht hat oder daheim. Und die sieht man einfach hier einfach so dran hängen. Aber sind Scheinwerfer. Wollte ich noch so mal nebenbei gesagt haben. So, Wiederholung. Gegen andere. Ja. Ja, das ist das, glaube ich. Ja, das hier. So Leute, der Moment ist gekommen. Sollen wir eine schöne Thumbnail von und Anhör machen. Das passt doch. Jetzt schaut ihr mal hier. Ex. Also. Oh Mann, ist das schwer zu steuern. Hier, man sieht die Spur, die er genommen hat. Er ist genau mittig und die Explosion ist drinnen passiert. Hier seht ihr diese ganz leichte Spur. Hier. Er ist direkt in unser Rohr und ist hinten am Geschützverschluss hochgegangen. Und ist durch unser Rohr geschossen. Mythos bestätigt. Genau durch. Da hinten ist immer noch ein Schuss von ihm. Wait. Du bist sogar durch das den Geschützverschluss geschossen. Ja. Du hast durchgeschossen. Was? Die ist hinten hinten im Hügel nochmal eingeschlagen. Du hast durch meinen gesamten Geschützverschluss geschossen. Was? Ja. Das heißt, du hast durch einen offenen Geschützverschluss sogar geschossen. Sogar ist der Mythos damit zu 100% bestätigt, wie ich mir gesagt habe, dass du dann durch einen offenen Geschützverschluss durchschießen kann. Du bist hinten rausgeflogen, einfach aus
meinem Geschütz gerannt. Aus meinem Geschütz. What the f... Oh mein Gott. Und du sagtest, sowas wird bestimmt nicht gehen. Also, wer hatte recht? Niemand. Ich hatte recht. Scheiße. Wait. Leute. Ich habe, glaube ich, gerade was gesehen, was eher interessant ist. Oh nein, es sah so aus. Ihr seht hier den Geschützverschluss. Ich drehe mich mal. Oh, das dauert lange. Hier hat er nur durchgeschossen. Hier durch. Eigentlich müsste er offen sein. Jetzt ist aber geschlossen. Dann hat durchgeschossen. Aber das ist mir das zu 100% bestätigt. Hohoho, das muss man mal wirklich ein Mythos nennen, oder? Ja. Also ich glaube mal, das hat... Also selbst darauf, wenn ich habe nachgeschaut, hat keiner getestet. Das hier hat auch keiner getestet. Bestimmt nicht. Ja, der Part, trotzdem...